Hallo, in diesem Video will ich dir den größten gemeinsamen Teiler erklären. Den schreibt man auch in Mathe in der Kurzform so: größter gemeinsamer Teiler, also einfach die Abkürzung davon. Und lass uns mal schauen, lass uns einfach mal den größten gemeinsamen Teiler von den Zahlen 12 und 8 bestimmen. So, und was ist denn eigentlich ein Teiler? Von 12 zum Beispiel, lass uns mal 12 hier hinschreiben. Also, was wir finden wollen, ist alle Teiler von 12. Und zwar, Teiler sind in dem Fall die Zahlen, durch die 12 teilbar ist, ohne Rest. Das heißt, fangen wir einfach mal mit den Zahlen ganz unten an, bei 1. Und 1, 12 kann man auf jeden Fall durch 1 teilen. 12 kann man auch durch 2 teilen ohne Rest. 12 durch 2 wäre ja zum Beispiel 6. Auch durch 3. 3 ist auch ein Teiler von 12. 12 durch 3 wäre nämlich 4. 4 ist ein Teiler von 12. 6 ist ein Teiler von 12. Und 12 selbst ist auch ein Teiler von 12. Nämlich 12 durch 12 ist 1. Funktioniert also auch. Das schreiben wir auch hin. So, das sind alle unsere Teiler von 12. 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Und das Gleiche machen wir jetzt auch nochmal für die 8. So, fangen wir auch wieder mit der 1 an. 1 ist ein Teiler von 8 und 2 ist ein Teiler von 8. 8 durch 2 ist 4, ohne Rest, passt also. 3 ist kein Teiler von 8, funktioniert nicht, aber 4 ist einer. 8 durch 4 ist 2. 5, 8 kann man nicht durch 5 teilen, auch nicht durch 6, auch nicht durch 7, zumindest nicht ohne Rest. Und der letzte Teiler von 8 ist dann 8. So, und jetzt vergleichen wir einfach unsere Ergebnisse hier und schauen mal, welche von diesen Teilern ja, die gleichen sind. Also gemein, welche Teile die beiden Zahlen gemeinsam haben. Und das ist auf jeden Fall mal die 1. Dann die 2 ist auch bei beiden in der Ergebnisliste vorhanden. 3 nicht, aber 4. Und 6 und 12 und 8 sind keine gemeinsamen Teiler. Und jetzt wollen wir nicht nur gemeinsame Teile herausfinden, also unsere gemeinsamen Teile sind ja 1, 2 und 4, sondern wir wollen den größten davon. Und das ist eigentlich ganz einfach. Dann nehmen wir einfach die größte Zahl davon und dann sehen wir schon, das ist natürlich die 4. So, also 4 ist der größte gemeinsame Teiler. Und das können wir auch so nochmal hinschreiben. Als Ergebnis wäre das dann also größter gemeinsamer Teiler von 12 und 8 ist gleich 4. So kannst du das dann hinschreiben. So, und nur nochmal ganz kurz zurückgesprungen. Also die 1 ist eigentlich nicht verwunderlich. 1 ist immer normalerweise, zumindest bei ganzen Zahlen, ein gemeinsamer Teiler und kann man fast vernachlässigen, muss man aber trotzdem hinschreiben, weil es ist tatsächlich ein gemeinsamer Teiler. Und 1 kommt eigentlich immer vor für alle ganzen oder natürlichen Zahlen. Gut, machen wir einfach das nächste Beispiel. Und zwar nehmen wir, ich scroll mal ein bisschen, so, größter gemeinsamer Teiler von 25 und 20 wollen wir jetzt bestimmen. Also fangen wir einfach erst mit der 25 wieder an. Auch hier ist 1 ein Teiler, 2 passt nicht rein, 3 passt auch nicht rein. Die nächste Zahl, die man als Teiler aufschreiben kann, ist die 5. Und dann gibt es eine ganze Weile lang nichts bis zu 25. Also hier haben wir tatsächlich nur drei Zahlen, die als Teiler in Frage kommen für 25, nämlich die 1, die 5 und die 25 selbst. So, und bei 20, wie sieht es bei 20 aus? Auch die 1 ist ein Teiler von 20 und 20 ist ansonsten natürlich auch noch durch 2 teilbar. 20 durch 2 ist ja 10 und durch 4 und durch 5 und durch 10. Und durch sich selbst natürlich auch durch 20. So, was sind jetzt die gemeinsamen Teiler? Natürlich die 1 und die 5 und sonst nichts. Das heißt, unser größter gemeinsamer Teiler ist die 5.
So, dann schreiben wir das nochmal hin zum Schluss. Der Vollständigkeit halber, dass das sauber ist. Also der größte gemeinsame Teiler von 25 und 20 ist gleich 5. Gut, dann machen wir direkt, Entschuldigung, so, da habe ich gerade einen Frosch im Hals, nehmen wir einfach die nächste Übung. Und zwar, die nächste Aufgabe ist größter gemeinsamer Teiler von 5 und 12. So, was ist das? Schreiben wir wieder auf. 5. Was sind die Teiler von 5? Also wir haben auf jeden Fall die 1. 2 passt da nicht rein, 3 auch nicht, 4 auch nicht und nur noch die 5. So, da seht ihr jetzt schon, aha, das sind dann nur 2. Es ist nur durch 1 teilbar und durch sich selbst teilbar. Wenn das der Fall ist, sprechen wir typischerweise von einer Primzahl. Also 5 ist eine Primzahl. Primzahlen, wie ich eben schon kurz gesagt habe, sind definiert dadurch, dass sie nur durch sich selbst und durch 1 teilbar sind. Das ist bestimmt aber in einer späteren Lektion auch nochmal ausführlicher behandelt. Aber das ist eine Primzahl, die 5. Und die 12, was ist denn Teiler von 12? Da haben wir 1, 2 passt natürlich rein, 3 auch, 4, die 5 nicht, aber die 6, 12 durch 6 ist 2 und die 12 selbst. So, was ist denn hier jetzt gemeinsamer Teiler? Auf jeden Fall die 1, ja und sonst nichts mehr. Die 5 ist nämlich hier drüben nicht vorhanden und andersrum, die Zahlen hier sind auch bei der 5 kein Teiler. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler ist tatsächlich nur die 1. Da kommen wir nicht sehr viel höher. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es. Genau, und das heißt, das können wir hinschreiben. Größter gemeinsamer Teiler von 5 und 12 ist die 1. Wenn sowas vorkommt, dass der größte gemeinsame Teiler die 1 ist, kann man dazu auch sagen, die beiden Zahlen, also 5 und 12 in dem Beispiel, sind sich teilerfremd. Oder relativ prim kann man dazu auch sagen. Also die haben überhaupt keinen größeren gemeinsamen Teiler als 1, sind sie also teilerfremd. Das aber nur am Rande, lass dich davon nicht verwirren. Wichtig ist, dass du in der Lektion verstehst, wie man zum größten gemeinsamen Teiler kommt. So, und die letzte Beispiel von heute nehmen wir den größten gemeinsamen Teiler von 6 und 12. So, gehen wir einfach wieder vorwärts mit der 6. Was sind die Teiler von 6? 1, 2, 3 und 6. Und bei der 12 sind es die 1, 2, 3. 4 passt in die 12, die 6 und natürlich die 12 auch. So, was sind jetzt die gemeinsamen Teile? Das ist die 1, 2, 3, die 6 auch. Okay, und die 12 nicht. So, was ist das größte gemeinsame Teil? Das ist also die 6. So, größter gemeinsamer Teiler von 6 und 12 ist 6. Witzigerweise siehst du hier, dass der größte gemeinsame Teiler auch eine der beiden Zahlen ist, nämlich die 6 hier. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, weil 12 kann man nämlich durch 6 teilen, also 12 ist durch 6 teilbar, das heißt, dann kannst du da als kleine Abkürzung schon direkt aus dieser Zahl den größten gemeinsamen Teiler machen. So, ich hoffe, das hat einigermaßen Sinn gemacht und Spaß gemacht. Übe einfach noch ein paar mehr Beispiele. Viel Spaß damit. Tschüss!